Rabauz ist ein Pokémon mit dem Typ Kampf und existiert seit der zweiten Spielgeneration und bildet dabei die Basisform zu Nocturne, Capoeira oder Kikli. Rabauz ist ein kleines, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das violett und braun und weiß auftritt. Dabei färben sich der Unterleib und die Füße braun, Bauch- und Handgelenke sind dagegen weiß und mit einem dünnen, schwarzen Streifen gemustert, der übrige Körper ist leicht hellviolett gefärbt. Die Extremitäten sind schmal aufgebaut, der Kopf ist relativ groß und an den Stellen, an denen sich normalerweise die Ohren befinden, befinden sich runde Platten. Auf dem Haupt wachsen drei hintereinander liegende rechteckige Stacheln, die einem Irokesenschnitt ähneln. Die großen Augen bestehen aus weißer Lederhaut, gelben Iriden und schwarzen Pupillen und durch den kleinen Mund wird das Gesicht vervollständigt. Und die schmalen Arme gehen in eher große Hände über, an denen sich je drei Finger befinden. Die Beine sind schmal, machen jedoch einen durchtrainierten Eindruck und die Füße des Pokémon gleichen Schuhen. In seiner Shiny-Form sind dann die hellvioletten Bereiche grau-braun gefärbt und die roten Areale blau. Rabauz kann jeweils zwei physische und zwei Statusangriffe per Levelaufstieg erlernen. Dabei sind sowohl die Attacken Tackle und Mogelhieb als auch rechte Hand und Energiefokus vom Typ Normal. Eine mögliche Fähigkeit ist Adrenalin und steigert den Angriff bei Statusproblemen. Die Fähigkeit Felsenfest erhöht die Initiative, sobald das Pokémon zurückschreckt. Und die versteckte Fähigkeit ist Munterkeit und verhindert das Einschlafen. Rabauz hält sich hauptsächlich in Berglandschaften auf wie dem Kesselberg in Johto, allerdings erst nach dem Sieg über Schwarzgurt live. Es strotzt vor Energie und um noch stärker zu werden, kämpft es weiter, auch wenn es verloren hat. Es ist zwar nicht groß, aber dennoch unübersehbar, denn es schlägt jederzeit ohne Vorwarnung zu. Rabauz muss jeden Tag trainieren, sonst ist es nicht ausgelastet und reagiert gestresst. Es ist dabei bekannt für seine Kampfbegierde und erholt sich ständig von Verletzungen. Rabauz ist dabei ein Baby-Pokémon, das sich in die Basis-Pokémon Kikli, Nocturne oder Capoeira weiterentwickeln kann. Seine Entwicklung ist aber höchst komplex und hängt von seiner physischen Kondition ab. Ausschlaggebend hierfür und die Spezialisierung auf eine Sportart ist das Verhältnis von Rabauz' Angriffs- und seines Verteidigungswertes. In den Spielen wird diese Entwicklung ab Erreichen des Erfahrungslevels 20 ausgelöst. Ist sein Angriffswert höher als sein Verteidigungswert, verschmelzen sein Kopf und sein Torso und es wird zu einem Kikli. Hierbei verstärkt sich die Muskelkraft in seinen Beinen enorm und spezialisiert sich fast vollends auf trittbasierte Kampfsportarten. Ist jedoch sein Verteidigungswert höher als sein Angriffswert, erhöht sich Rabauz' Schlagkraft in seinen Armen drastisch und es wird zu einem Nocturne. Dieses Pokémon hat sich auf den Boxsport konzentriert und trägt als einziges der drei Split-Entwicklungen wie seine Babyform Kleidung. Sind jedoch Angriffswert und Verteidigungswert exakt gleich hoch, entwickelt sich Rabauz zu einem Capoeira. Bei der Entwicklung zu diesem Kopfstand-Pokémon verstärkt sich die Muskelkraft in seinen Beinen, aber auch sein Kopf wird voluminöser, sodass es sich wie ein Kreisel auf dem Kopf drehen kann. Capoeira hat sich auf die nahezu gleichnamige Kampfsport Capoeira spezialisiert und ist die einzige Entwicklung von Rabauz, die einen Schweif besitzt. Diese Evolutionsfamilie existiert erst seit der zweiten Spielgeneration. Vorher waren Kikli und Nocturne eigenständige Pokémon. Und mit seinen Typen nimmt es halben Schaden gegen Käfer, Gestein und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Psycho- und Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.